das bringt uns wieder voll in Form. Ja, dann sind wir jetzt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wo? Achso, hier in Bochum. Nicht Bochum, Bochum-Hövel. So, hier, Currywurst testen. Und ja, ihr seht dann gleich, ne, wie die schmecken tut. Richtig. Ein paar Sekunden später. Currywurst, Kultklassiker. Currywurst. Ja, guck mal hier, das geht aber ratzfatz und das sieht schon mal sehr gut aus. Das riecht auch schon richtig gut. Prostata und dann wird getestet, ne? Mhm. Oder mal guten Hunger. Ich habe ja gerade gefilmt, dass wir hier Currywurst essen. Wir sind hier in. Wo sind die hier vor uns? Oh, das ist die Kartoffel. Oh. Hamburg, die Soße ist sehr tomatisch. Ja, ich wollte gerade sagen, die schmeckt ganz schön nach. Tomato. Ja, gut, da lag ja was zum Nachwürzen, wenn man das richtig scharf haben will. Das ist jetzt. Ja, gut, die ist ein bisschen wässrig und so, aber das macht ja nichts. Tomate. Ich freue mich ja über fast jede Currywurst, von daher, ne? Ja, ja, Minister, hättest du ja jetzt auch haben können. Aber du musst ja Videos schneiden, du Eierkopf. Ja, lecker, aber cool. Cool mit diesen Dingszahlen dann halt auch und so. Mhm. Ist schon geil. Nachhaltig. Ich könnte mir ja auch die Schale einfach mal vor mir hinstellen, da muss ich mit dem Kopf nicht immer so weit rüber mich beugen. Und sogar warm, was? Wow, geil. Currywurstliebe. So, ihr hat ja gesagt, das Brötchen ist jetzt von, aber wir haben ja auch schon abends jetzt. Wir haben ja, was haben wir, 19 Uhr gleich schon oder so? Wahrscheinlich. Ja, siehst du? Ja, die Uhr im Kopf, geil, ne? Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Ja, ich wieder. Also, deswegen. Das ist ein bisschen spät. Aber macht nichts. Das klingt gut. Ja, die Soße kann man auch mal machen mit so tomatisch. Aber da fehlt mir doch ein bisschen die Power, ne? Die Power. Ja, da siehst du mal die Unterschiede an Tomatensoßen, aber hier, mit dem Finger noch. Das bockt sich. Schön tomatisch. Aber, wie gesagt, es gibt ja eine, die ist bei uns in Wambel auf dem Trödel, da könnt ihr mich reinsetzen. Die könnte ich literweise trinken. Aber ich glaube, die machen da immer Schnaps rein oder irgendwas. Das ist, und die füllen mir die ja auch nicht ab. Ich habe da schon zigmal gefahren. Wir sind da jetzt schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren regelmäßig auf dem Trödel. Immer Donnerstagmorgens, ne? Und ich mach doch mal in Flaschen oder so. Nee, machen wir nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist schlimm. Naja, hier, Wambe, Dortmund. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Füllt mir mal eure Soße ab. Na denn, Prost.